und Happy Anniversary. Heute, vor 20 Jahren, hat Flife angefangen zu existieren und unser aller Leben verändert. Happy freaking Anniversary. Oder Happy Hanukkah, hätte ich beinahe gesagt. Happy Birthday to you all. Schon crazy, 20 Jahre einfach. 20 freaking Jahre. Geistesgestört. Da wurdest du geboren, Knack-G. Das bezweifle ich. Life still tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Bin enttäuscht, dass du Dschungelcamp Life vorziehst. Was hören meine Ohren da? Kein Pay to Win? This game must be trash. Und Flife war das Einzige, was dich interessiert hat, PvP-Knack-G. Aber unter E-Sportern wird das ja nicht so gerne gehört. Naja, ehrlich gesagt ist mir das eigentlich egal, aber das Ding ist halt, ich verstehe halt einfach nicht, was an Flife-PvP so gut sein soll. Meines Wissens nach wurde da von Anfang an gecheatet. Vor allem in Flife-PC. Und wer will schon gegen Cheater spielen? Du bist im Endeffekt dazu genötigt, selber zu cheaten oder jedes Mal zu verlieren. Gegen Cheater. Was soll daran Spaß machen? Und das entsetzliche Pay-to-Win regelt dann den Rest, warum es keinen Spaß macht. Gottloses Pay-to-Win und Leute, die sich einfach nicht an die Spielregeln halten können, sind zwei Faktoren, durch die das niemals Spaß machen kann. That's just my opinion. Abgesehen davon ist das Gameplay trash, aber das ist halt... Ich sag mal so, dass mit dem schlechten... Also grundsätzlich, dass das PvP in dem Game schlecht ist, das ist eigentlich fast schon wirklich der geringste Faktor. Das Schlimmste sind wirklich die Cheater und das Pay-to-Win. Weil gegen das kannst du halt nichts machen. Na gut, okay, gegen das schlechte Gameplan für sich kannst du auch nicht wirklich was machen, aber ich sag mal so, damit kann man sich, I guess, irgendwie anfreunden, wenn du es oft genug spielst. Man gewöhnt sich ja an alles, sag ich mal. Irgendwie so. Aber, ja. Es war deiner Meinung nach kein Cheaten, wenn jeder geswitcht hat, etc.? Du meinst also, wenn jeder cheatet, dann ist es kein Cheaten mehr. Boah, das ist auch eine Logik auf jeden Fall. Und was ist mit Range Hack und Stat Hack und F-Tool und Makros? Alles gegen die Spielregeln und wurde alles tagtäglich praktiziert. Nichts davon ist erlaubt. Jemals gewesen. War alles schon immer gegen die Spielregeln, war nie erlaubt. Nicht eine Sache davon. Du brauchst Schlaf? Hattest du heute nicht Homeoffice? Als ob du da nicht den ganzen Tag geschlafen hast, Monsepi. Einem Lügner kannst du nichts vorlügen, Monsepi. Homeoffice ist gleich Sleep Office. Sleep Nation. So ein gutes altes, es hat draußen 36 Grad Nickerchen. So ein gutes altes, ich bade in meinem eigenen Arschwasser Nickerchen. Nicht? Okay. Das Oktoberfest aufgebaut wird, ne? Da müsst ihr mal an dem, da müsst ihr mal dran vorbeifahren, an der Theresienwiese. Da stehen halt die geilsten Autos. Also als das abgesagt wurde, haben die alle so gesagt, meine Lebensgrundlage ist weg, ich werde verhungern, ich muss Insolvenz anmelden, ich muss mein Haus verkaufen, ne? Und dann fährst du da dran vorbei an der Theresienwiese und dann steht da ein fetter Porsche neben dem fettesten Mercedes und die geilsten neuesten BMWs und E-Autos und die geilsten Karren, die alle Minimum sechsstellig kosten. Und dann sagen die, jo, einmal Oktoberfest fällt aus, ich bin insolvent. Geld ist weg. Dabei sind die scheiße reich, haben Geld wie Dreck und könnten halt legit alles, was sie anbieten, locker für 30% weniger anbieten und machen es nur nicht, weil es kapitalistische Arschlöcher sind. Das ist einfach nur geistesgestört. Gute Value, muss man echt sagen. Also Tiefkühlpizza ist schon MVP eigentlich im Supermarkt. Gibt legit eigentlich nichts Günstigeres, wovon man satt wird. Die was richtig krasses nächsten FEC anbieten, wo es sich auch richtig lohnt,
Ja, das werden sie wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass sie es gemerkt haben, den Unterschied. Also bei letzten FEC war ja PvE und PvP-Tournament so gut wie tot. Also gut, PvE-Tournament ging, I guess, aber PvP-Tournament war ja literally tot. Und gut, jetzt haben sie es ein bisschen übertrieben, würde ich fast sagen, vom Preisgeld her. Und mit dem Offline-Event und dem Einfliegen aller Teilnehmer und so. Also jetzt haben sie es fast schon ein bisschen übertrieben, gefühlt. Aber gut, ist ja denen ihre Sache, ist ja nicht mein Problem. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass sie auf jeden Fall den Unterschied jetzt gemerkt haben zwischen... Und ich denke auch, dass es jetzt viel mehr Leute gibt mit perfektem Equipment. Ich habe da beim letzten FEC ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Bei dieser FEC auch viel krasser ist, weil es gibt ja noch diese Ultimate Chance mit den Stats und so, ist ja viel teurer. Also es, beim letzten FEC perfektes Equipment war ja relativ günstig und ja auch noch minimal besser als Bloody. Mit den festen Werten und so, da konnte man gar nicht so viel Geld reinpumpen. Jetzt ist es ja richtig übertrieben mit dem, wie gesagt, die Ultimate-Werte an sich musst du rerollen und dann nochmal die Bonus-Werte. Und da haben ja Leute schon geschrieben, sie haben teilweise hunderte Euro dafür ausgegeben. Das ist ja wie bei Anfang, als Pets rauskamen, perfekte Pets machen und so. Das hat ja auch hunderte bis tausende Euro gekostet für ein perfektes Pet oder jetzt halt für eine perfekte Waffe im schlimmsten Fall. Das ist natürlich schon ziemlich crazy. Und ich glaube schon, dass sie das gezielt jetzt genutzt haben, diese krasse PvP-Belohnung als Anreiz, dafür, dass halt auch wirklich dann noch mehr Leute angespornt werden, sich wirklich perfektes Equipment zu machen. Und wie es ja eigentlich jeder weiß, in Fly, der Grad zwischen sehr gutem Equipment oder die Spanne, Kostenspanne in Fly zwischen sehr gutem Equipment und perfektem Equipment, die ist bombastisch. Also sehr gutes Equipment kostet dich, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal pauschal im Schnitt. Ich meine, das ist natürlich bei jeder Klasse anders. Es gibt günstigere Klassen und teurere. Aber sagen wir jetzt mal pauschal vielleicht so 500 Euro in F-Coin, dann bist du eigentlich schon ziemlich gut dabei. Also plus halt natürlich entsprechend viel Spielzeit. Also sagen wir mal, jemand, der 500 Euro in F-Coin ausgibt und viel spielt, der hat wahrscheinlich alles an Endgame-Equipment. Es ist halt nur nicht perfekt. Aber preis-leistungstechnisch top, macht fast den höchsten Schaden, hat halt wahrscheinlich Ultimate-Waffe vielleicht nur plus 4, vielleicht nicht mit den perfekten Random-Stats und so weiter, nicht mit den höchsten Slots, Ultimate-Schmuck auch nur plus 4, nicht plus 5 und so, überall so mehr oder weniger das zweitbeste, was alles halt nur einen kleinen Unterschied eigentlich macht. Und das aber versus dann wirklich alles perfekt, also kompletter Schmuck plus 5, perfektes Pad, alle Stats plus 4, was noch das günstigste ist, plus die perfekten oder fast perfekten Slots gerollt auf der Ultimate-Waffe, plus die besten Random-Stats, die man auch rerollen muss auf der Ultimate-Waffe. Da spricht man halt dann von, wie gesagt, 500 Euro und so viel Spielzeit versus 5000 Euro und so viel Spielzeit. Also die Spanne zwischen sehr gutem oder ja sehr gutem Equipment und extrem gut oder perfektem Equipment, die ist geistesgestört und das war sie schon immer in Fly. Also sehr gutes Equipment kann man sich, wenn man fleißig ist und viel spielt und vor allem noch ein bisschen Cash, dann natürlich erst recht, kann man sich in relativ kurzer Zeit erspielen. Aber das wirklich perfekte Equipment, da liegen halt nochmal Welten dann dazwischen. Und ich glaube, das hat Gala wirklich ausgenutzt bei dem FEC jetzt, vor allem für die PvP-Spieler natürlich, dass sie hier gesagt haben, wenn wir denen eine gut genug Belohnung anbieten, oder wenn die Belohnung gut genug ist, dass die Leute da richtig gottlos reincashen und das genug machen, dann kriegen wir diese 110.000 Dollar doppelt und dreifach und zehnfach wieder zurück wahrscheinlich. Und ich denke mal, dass es auch mehr oder weniger so ist. Also auf jeden Fall ist auf dem FEC mehr los als letztes Jahr. Die können mein Haus anzünden, die können meinen Hund töten, die können mein Auto klauen. Ich werde für den Rest meines Lebens Flyf sagen. That's how big of a hater I am. Du sagst zum X vom PlayStation Controller Kreuz? Nennst du dann die X-Men auch die Kreuzmen? Trottel. Bruh. Ich schuft. Immerhin schuft ich wie ein Minenarbeiter. 12 Stunden jeden Tag ohne Tageslicht arbeite ich mir den Arsch ab in diesen Minen. In den Münchner Kohleminen, im Kohlebergwerk. Da wird ja wohl noch 2 Tage Urlaub drin sein. K.
keine Ahnung, was der mit dem Headset will. Das funktioniert mit seinem Hörgerät bestimmt gar nicht. Bruh.